Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Brasilien. Jo, weiter geht's heute. Ach. So. Ja, mal schauen, was heute hier in Brasilien drin ist. Das schauen wir einfach mal. Willkommen in Interlagos, Sao Paulo. Wir hoffen, Sie haben einen schönen Samstagnachmittag und leisten uns beim heutigen Qualifying für den großen Preis von Brasilien Gesellschaft. Und Stefan Römer ist natürlich auch wieder bei mir an diesem hoffentlich weiterhin so herrlichen Tag. Kein störendes Schlechtwetter, keine Probleme auf der Strecke und natürlich auch kein Platz für Fehler. Das stimmt, momentan sieht es da draußen wirklich sehr gut aus. Jedes Team hat seinen eigenen Schlachtplan für die Session, wobei die Autos, sobald sie einmal auf der Strecke sind, natürlich den Parkvermehrregeln unterstehen. Deshalb müssen jegliche Last-Minute-Änderungen hier und jetzt erledigt werden. Abgesehen davon liegt die Verantwortung beim Fahrer. Wer kann seine Reifen am besten temperieren? Wer schafft die beste Linie durch die Kurven? Natürlich heute alles ohne Rennbetankung. Das sind die mit Abstand schnellsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Und hier im Qualifying sind sie natürlich an ihrem absoluten Leistungslimit. Legen wir los. Genau so ist es. Naja, wir schauen einfach mal. Okay, I know you're eager to get out there, but I'm gonna need you to be patient for a few minutes. We're just trying to zero in on an oil leak. So, Auto steht. So, dann gehen wir auf die Strecke. Jetzt geht's rein. Los geht's. Fabo, letzte Rennen. Aus. Oder letzte, vorletzte Qualifying aus Brasilien hier nochmal. Bisschen Gas geben jetzt. Wir wollen heute nochmal ein bisschen was liefern hier. Können wir es schaffen, tatsächlich hier ein Top-Ergebnis rauszuholen. Für uns ist natürlich absolut unideal, dass wir drei Autos vor uns liegen haben. Ja, zwei sind es nur noch. Ein McLaren und ein Renault. Vor uns geht es halt, wie gesagt, immer noch um die Vize-Weltmeisterschaft, ne? Noch ist nicht klar, wo wir nächste Saison fahren. So, Norris sind wir vorbei, aber neben braucht man jetzt auch. Das ist auch nicht weiter tragisch jetzt, dass der uns ein bisschen im. Der stand uns nämlich nicht im Weg. So, aber jetzt muss ich hier gucken, dass ich mal ein bisschen auf die Reifentemperatur bekomme oder in Position bekomme. Ich weiß nicht, wie die Zwischenzeiten sind. Das ist ja gar nicht mal so schnell. Trotz des Fehlers ist die gar nicht mal so weit weg, die Zeit. Jetzt müssen wir vielleicht hier noch mal ein bisschen was holen. Reicht nicht. P3 hinter dem Ferrari. Da müssen wir nochmal einen Versuch setzen. Ne? Ich hatte es bis zum letzten Sektor, da habe ich ein bisschen was weggeworfen. So far, our fastest lap is a 111.0. 200. So, eine Runde müssen wir noch setzen. Also 1:10.8 ist die Zeit, die wir schlagen müssen.
So, das gibt eine dicke Bestzeit. Bestzeit. 1:10:04. Yes! Die Runde hat perfekt gepasst. Hamilton und Vettel, die haben alle ihre Zeiten schon gesetzt. Das war das Wichtigste. Leclerc, weiß ich nicht, ob der eine halbe Sekunde gepackt bekommt. Für Hamilton war es das, glaube ich. Gucken wir mal, ob Leclerc überhaupt auf der Strecke ist. Ja, ist gar nicht auf der, noch nicht da. Vettel will wohl kaum eine schnelle Runde fahren. So. Carlos Sainz momentan auf 8. Wir müssen natürlich auf Leclerc jetzt ein bisschen drauf achten. Haben wir momentan noch eine. Wir liegen vorne, okay. Leclerc, ist er auf der Strecke gerade? Ne, ist er nicht. Bottas im zweiten Versuch. Mal gucken, was der gleich packt. So, mal gucken, ob Bottas jetzt noch mal eine Zeit gesetzt bekommt, eine relativ gute, oder er bringt ihn zumindest auf Platz 7, was wir natürlich auch alles andere als ideal ist. Und für uns eigentlich perfekt. Wir wollen nicht das Top-Auto fahren, aber dafür, dass wir trotzdem noch vorne stehen. So, haben wir Leclerc noch nicht auf der Strecke. Das ist der Einzige, der momentan uns... Doch, also, das ist der Einzige, der uns jetzt momentan noch ein bisschen Ärger machen könnte mit seinen Zeiten. Weil der hat noch seinen zweiten Versuch. Hamilton nicht mehr, Vettel nicht mehr, Bottas nicht mehr. Wie sieht das mit den anderen Fahrern aus? Verstappen hat noch einen Versuch. Gasly hat noch einen Versuch. Naja, schauen wir mal. Ob er da tatsächlich nochmal eine Zeit gesetzt bekommt. Der geht mich jetzt erst auf die schnelle Runde. Jetzt. Das ist 17:1, ist der Sektor, der zu schlagen ist. Ist langsamer. 37:0 ist der zweite Sektor. Und danach müsste es 36:8 sein, oder? Naja, 16:7 schon. 16:7, ja. Aber jetzt erstmal 37 Sekunden.
Momentan ist sogar langsamer als seine eigene Zeit. Das heißt, würde uns keine Gefahr machen. Es könnte sein, dass das die nächste Pole hier wird. ...36,9. Damit ist er nochmal einen Ticken schneller. Also die hat er jetzt ausgeglichen. Und jetzt muss er die 16,793 noch packen. Und dann könnte es... Mal gucken. Dann könnte er sich vielleicht sogar nochmal einen Tick verbessern. Aber... Oder bleibt es bei Platz 4 für... Charles Leclerc? Ja, es bleibt Platz 4. Und damit war es das. Er war langsamer. Und damit ist das Thema gegessen. Und wir sind eigentlich... Oder? Ja. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir Leclerc einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, tatsächlich hat sich Leclerc aber auf 4, auf 3 vorgeschoben. Aber es reicht auf jeden Fall, dass wir dabei sind. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Wird Ihr Team es schaffen, die Zuverlässigkeitsprobleme Ihres Autos bis zum Qualifying zu beheben? Danke für den Kommentar. So, Dankeschön. So, das war auf jeden Fall, wie gesagt, das... Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, schauen wir mal, ob wir das Rennen gut und erfolgreich abliefern können. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder morgen zum großen Preis von Brasilien. Bis dahin und tschüss.